Hallihallo, liebe Motorradfreunde. Hallihallo. Hier sind Markus und Dietmar vom Motorradtest.de. Markus, endlich mal wieder hier. Ja. An Bord. Ja. Wie geht's? Ja, geht so. Geht so. Okay, ja, in diesem Video wollen wir, es ist kein Test heute, sondern wir wollen euch ein Motorrad vorstellen. Und zwar die Ducati Multistrada V4S Travel und Radar. Ganz wichtig, diese Ausstattungsvariante. Warum kein Test? Ganz einfach, wir haben sie schon getestet. Ich habe das damals mit Folger gemacht. Und wenn ihr jetzt technische Details wissen wollt von diesem Motorrad, ich verlinke den Testbericht in dem Video in der Beschreibung. Heute geht es mehr darum, welche Multistrada V4-Modelle gibt es überhaupt? Was ist so besonders an der Travel und Radar? Markus wird auch fahren nachher mit euch. Markus ist nämlich noch nie Multistrada V4 gefahren. Die 1260 bist du gefahren, ja. Na, aber die hier noch nicht. Nee. Insofern bin ich mal gespannt, was Markus als alter GS-Fan so sagt zu diesem Motorrad. Und was ich auch machen möchte, ist, wir werden die Bedienung noch mal so ein bisschen genauer machen. Das ist beim den Test ein bisschen kurz gekommen. Hier gibt es nämlich wirklich viele tolle Funktionen. Die möchte ich euch gerne zeigen. Es gibt 6 Multistrada V4-Modelle. Eigentlich gibt es sogar 9, weil von der V4S gibt es auch noch 3 Untermodelle. Und dann gibt es auch noch Multistrada V2-Modelle. Alter! Ich bin jetzt schon verwirrt. Genau. Ja, es gibt ganz viele Modelle. Die hier, die Travel und Radar, gibt es in Rot und Weiß. Wie ihr seht, haben wir die. Ich finde die Weiß übrigens schöner. Ich weiß nicht, ich habe mir das Rot ein bisschen übergeguckt. Keine Ahnung. Ich sage ja immer, Ducati muss rot. Aber ja. Ich finde sie auch schick. Super schick, ja. Oder? Super schick. Die hier hat auch Speichen, Drahtspeichenfelgen. Das muss natürlich eigentlich auch so sein. Das ist jetzt nicht unbedingt Standard. Kann man sich auswählen, ob man Rot, Weiß und welche Art von Draht man haben will im Konfigurator. Und ja, das Witzige ist, diese Maschine haben wir von Ducati heute Morgen erst angeliefert bekommen. Ich bin heute Morgen schon den ganzen Tag gefahren, weil es einfach so geil ist. Und mit dieser Maschine werde ich nach Norwegen fahren. Wir fahren ja am Dienstag nach Norwegen, leider ohne Markus. Markus muss arbeiten, schade. Aber ich weiß auch, als wir in Norwegen waren, 21, weiß ich noch genau, da hast du einmal im Helm gesagt, Leute, das ist hier so geil, ich werde hier nochmal wiederkommen. Ist es auch. Aber das machen wir irgendwann später nochmal. Nächstes Jahr vielleicht. Jedenfalls waren wir zu viert nach Norwegen und ich habe diese hier als Leihmaschine bekommen und da bietet sich es natürlich mal an, ein bisschen näher darauf einzugehen. Dann muss ich das nicht während der Reise machen, da habe ich auch gar keine Zeit für. Also in diesem Video die Besonderheiten der Ducati Multistrada V4S Travel und Radar. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck gestellt. Viel Spaß bei diesem Video und schon geht das los. So, obwohl das jetzt kein echter Test ist, wir wollen trotzdem noch mal die Abmessungen euch zeigen, beziehungsweise die Sitzergonomie. Klar, es geht um Travel. Genau. Das ist Dietmars Norwegen-Travel-Dampfer. Und wir wollen natürlich wissen, wie wir darauf sitzen. Deswegen nehme ich mal Platz. Genau, und interessanterweise ist Markus ist 1,77 und hat, würde ich mal sagen, normales Verhältnis zwischen Oberkörper und Bein. Völlig normal. Ganz normaler Typ so. Und ja, also die Sitzhöhe ist jetzt auch hoch eingestellt, ja. Auf 860 und ja. Trotzdem kommst du einigermaßen okay. Ja, es ist okay für mich. Ja. Es ist okay für mich. Ich würde, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja ein großer Freund von mit dem ganzen Fußaufkommen. Ich würde sie mir ja. Wahrscheinlich ein Idechen niedriger klar. Machen, aber es ist völlig okay. Nimm mal deinen Fuß hoch, bitte, dass man den Kniewinkel mal sieht. Nehmen Sie mal Ihren Fuß hoch, bitte. Das ist natürlich richtig entspannt. Super, das ist super. Ja, vielleicht lässt du mich jetzt auch noch mal drauf sitzen, damit man das auch noch mal gesehen hat. Und dann kannst du dich auch noch mal hinten drauf setzen. Ich bin ja 1,84 und ich habe kein normales Verhältnis zwischen Beinen und völlig unnormal, der Oberkörper. Typ, wie ihr genau. Sofort sehen werdet. Ich habe nämlich einen sehr kurzen Oberkörper und sehr lange Gräten. Oh Mann, Leute, also heute ist hier, also das gibt's gar nicht. Sturm. Ja, aber da sieht man, ne, das ist das bisschen mehr bei dir. Du bist halt völlig entspannt mit dem Fuß ja. Ganz unten. Ja, also. Ja. Und ich würde sie mir auch so lassen. Ich werde ja, sie auch so lassen auf 160. Ja. Weil ich komme damit gut klar. Ja. Komm nochmal rauf. Bitte. Wir machen nochmal Beifahrer. Wer weiß, vielleicht kann ich mir hier doch noch ein Ticket nach Norwegen sichern. Als Beifahrer? Du bist herzlich willkommen, Markus. Du müsstest allerdings mit mir in einem Bett schlafen dann. Ach, kein Problem. Okay. Kennen wir doch, genau. So, ja, also, cool, was soll ich sagen? Total komfortabel. Ich finde auch geil, dass ich hier selber meinen eigenen Sitzheizungsschalter als Beifahrer habe. Das ist geil. Also, was will man mehr? Ja. Griffe, Klapper, also Platz fühlt sich super an. Wunderbar, danke. Ich gehe trotzdem wieder runter. Du musst allein nach Norwegen. Ja, okay. Schade. So. Aber wo wir gerade dabei sind, Didi, ich habe es bei der Probefahrt erwähnt, ich bin hier auf die Koffer eingegangen, weil ich vorhin gemerkt habe, als ich mich da so anlehnte, da natschte das so hin und her. Ja.
Die habe ich so noch nicht gesehen. Das ist, wenn du auf der Autobahn fährst, dass das ein bisschen dieses Aufschaukeln verhindert, ne? Genau. Das musst du unbedingt ausprobieren in Norwegen. Habe ich gesagt, du wirst darauf eingehen. In Norwegen gibt es doch gar keine Autobahn. Nee, das ist so eine flexible, also nicht starre Aufhängung, genau. Und die ist dafür da, dass sie halt, wenn du schneller fährst, nicht aufschaukelt. Ich glaube, KTM hat damals damit angefangen. Die hatten damals auch die ersten Probleme. Ah, okay. Bei den alten 1290ern, da waren die nämlich starr und fest. Ja. Und wenn du da über 150 gefahren bist, kennt ja jeder. Fängt die an zu schranken, kennst du auch? Ja, klar. Ja, okay. Ja, das ist hier ganz cool. Würde mich interessieren, ob das wirklich was bringt. Ja. War mir noch nie bewusst. Ich würde sagen, wir machen auch mal die Koffer auf. Wir machen mal einen auf und gucken mal rein. Zeigen wir euch jetzt das Koffersystem. Ich habe hier den Schlüssel. Eigentlich hat die Maschine ja Key to Ride für die Zündung, aber wenn man den Koffer aufmachen will oder auch die Sitzbank hochklappen will, braucht man den Schlüssel. Also kein keyless Koffer. Genau. Sonst alles, aber kein keyless Koffer. Genau. So, wenn ich jetzt hier das aufmache, dann geht das so. Zack, hier einmal ran, aufdrücken und dann geht der Koffer auch schon auf. Und das sind 60 Liter hier in den Koffer. Ja, das ist ja ganz ordentlich. Da geht richtig was rein. Ich meine, gut, das ist jetzt nur die Seite mit dem Auspuff, aber... Ja, trotzdem. Ich finde, man kann das auch sehen, ne? Wie breit der hier rausgeht. Ja. Und auch das Entriegeln hier, wenn man die Maschine abmachen will, schau mal, hast du hier so einen Schalter, ne? Mhm. Und dann kannst du das einfach so weg aufnehmen. Ja. Und es gibt drei Auflagepunkte. 1, 2, 3. Sag mal, wie einfach das geht. Ja. Einfach darauf, hier rein. So, selbst mit dem Mikro in der Hand hier nochmal verschließen das Ganze. So, in die falsche Richtung gemacht, zack. Und schon, und fertig ist wieder fest. Und jetzt kann man auch, haben wir gerade schon gezeigt, ne? Da hat man eben gesehen, auch wie das hinten schwingt. Ach so, schwingt, ja, genau, ne? So kann man das sehen. Ne? Ja. Genau. Das ist halt hier über so eine Schiene, eigentlich total schlau gemacht, hier durch unter dem Sitz, so unter durch. Und so sind die beiden gekoppelt. Ja. Und bei Wind schlackert das, aber man hat halt keine Pendelbewegung. Super geil gemacht. Schön gelöst. So, wie versprochen, wollen wir euch ja ein bisschen was zur Bedienung erzählen. Das ist nämlich bei dem Test, den wir schon gemacht haben, ein bisschen kurz gekommen. Ich zeige euch mal, welche Besonderheiten es hier gibt bei der Multistrada V4S Travel und Radar. Beginnen will ich mal hier mit diesem Handyfach oder mit diesem Compartment. Ich weiß nicht, ob das geändert wurde. Ach, guck mal, hier ist auch der Fahrzeugschein, sehe ich gerade. Ob das größer gemacht wurde. Ich weiß noch, damals haben wir nämlich bemängelt, dass das so winzig ist. Mhm. Es ist auch nicht wirklich riesig, aber es geht hier relativ tief rein. Also ich kann hier mein Handy gut versenken. Und jetzt habe ich auch noch den Schlüssel hier irgendwo in meiner Tasche. Den könnte ich da auch noch reintun. Ne? So, und dann das Ganze dann zumachen. Also das geht schon. Es ist natürlich dennoch jetzt nicht das allergrößte Fach. Aber ne, so ein bisschen... rechnet man irgendwie gar nicht mit. Und es gibt natürlich auch hier drin einen USB-Anschluss. Na. Und einmal drin kriegst du es auch nie wieder raus. Ja, doch, man kriegt es schon raus. Aber ich habe jetzt auch noch hier eine Handyschutzhülle an meinem Smartphone. Also das könnte auch noch ein bisschen kleiner gemacht werden. Aber egal, hier gibt es noch einen USB-Anschluss. So, und jetzt wollen wir uns mal hier die Bedienung anschauen. Es gibt hier bei der Travel und Radar jede Menge extra Knöpfe. Ich fange mal damit an. Kannst du dir mal einfangen hier? Das ist für die Heizgriffe, die sind hier in Serie dabei. Und dann haben wir hier auf der Seite Killswitch Anlasser, also das ist ganz normal. Und hier auch noch ein extra Taster für das LED-Tagfahrlicht, beziehungsweise das Umschalten zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht. Und hier auf dieser Seite, ja, das wirkt, das erschlägt ein bisschen am Anfang, aber es ist eigentlich gar nicht so viel. Hier ist die Dämpfung, Fahrmodi, Tempomat, Blinkerhupe und dann haben wir hier so einen Joystick zur Bedienung des Cockpits. Und dahinter dann noch Beam, also Fernlicht, Warmblinkanlage und das war's. So, und jetzt haben wir hier in der Mitte den zentralen, ja, die Zündung kann man sagen, damit macht man sie halt an und aus. Und jetzt haben wir hier dieses 6,5 Zoll große TFT-Farbdisplay. So, und ich will jetzt mal so ein paar Dinge einfach zeigen, die ich interessant finde. Erstmal haben wir hier oben einen Menüpunkt, da kann ich jetzt mit dem Joystick hier so durchskippen. Und wenn ich jetzt länger auf den Joystick skippe, dann wechselt er nach unten. Und das ist der Bordcomputer. Auch da kann man halt so durchskippen. Da sind diese typischen Verbrauchssachen, Restreichweite, Verbrauch, gefahrene Kilometer und so weiter. Das finde ich schon mal sehr gut gemacht. Und ja, hier in der Mitte seht ihr jetzt den eingestellten Fahrmodus. Ich habe ja hier so einen Modustaster. Da kann ich jetzt hier die Fahrmodi einfach auswählen. Es gibt derer
5 Stück, Sport, Touring, Enduro und Urban. Das sind 4. 4 Stück. Und jeder einzelne Modus hat halt bestimmte Einstellungen, was das Mapping angeht, also die Motorleistung, die Traktionskontrolle, ABS, Wheelie Control, dann die Vorderradfederung, ob sie weich oder hart eingestellt ist, die Hinterradfederung, die Federvorspannung und ob der Quickshifter an- oder ausgeschaltet ist. Das kann man hier jetzt nicht verändern, sondern man kann es hier einfach nur auswählen. Aber, Leute, jetzt wird es witzig, wenn ich jetzt hier länger... Nee, da muss ich nach oben gehen. Genau, wenn ich jetzt hier in die Einstellung gehe und hier länger drauf semmel, dann kann ich diese Fahrmodi auch noch nach meinem Gusto für mich konfigurieren. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht hier mit so einem, mit so Piktogrammen. Das ist jetzt zum Beispiel das Mapping. Hier kann ich die Traktionskontrolle einstellen oder die Wheelie Control und halt auch die Federung. Das mache ich jetzt mal. Ich gehe mal in Federung vorn und hinten. So, vorne, zack. Und da seht ihr jetzt hier so ein Pfeil und hier habe ich die Möglichkeit, das einzustellen auf mittelhart, ganz hart und ganz weich. Ich habe es jetzt mal tatsächlich eingestellt auf weich, nicht auf die weichste, sondern auf weich. Einfach, weil ich mal gucken wollte, wie komfortabel das Ganze ist. Und es ist in der Tat sehr komfortabel. Das ist ganz schön gemacht. Das Gleiche kann ich natürlich auch hinten machen, am hinteren Federbein. Und ja, das finde ich wirklich sehr intuitiv. Oh Mann, ey, wir wehen hier gleich beide weg. Das gibt es gar nicht. Meine Augen tränen. Naja. So, was kann man noch machen? Hier gibt es noch Daytime Running Light, die Hintergrundbeleuchtung. Dann kann ich den Totwinkelassistenten hier an- und ausschalten. Ja, es gibt ja auch noch eine Reifenkalibrierung, Bluetooth-Connections, Sprache, Maßeinheiten. Also es gibt ja wirklich jede Menge Sachen, die man einstellen kann. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber ich finde, es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und was ich auch gut finde ist, hier sehe ich den Fahrmodus und hier rechts sieht man halt immer, wie die einzelnen Motorparameter und Dämpfungsparameter eingestellt sind. Und was besonders cool ist, und das will ich jetzt mal machen, ich werde mal, ich muss mal ein bisschen zurückgehen, genau, wo war das? Hier, die Heizgriffe einstellen. Und dann guck mal, ich habe jetzt hier auf 2 gestellt und dann seht ihr schon, aha, hier Heizgriffe 2, 2 Pfeile und da vorne seht ihr den Sitz, den, ja, den, die Heizeinstellung für den Fahrer. Jetzt mache ich das mal bei dem Beifahrer und ändere das. Der Beifahrer hat hier so einen eigenen Taster, ja, kannst du halt auch mal filmen, hier kann man ausstellen auf 1 und auf 2 und dann wird das halt hier vorne im Display angezeigt. Jetzt habe ich halt den Fahrersitz auf 1 gestellt, Beifahrer auf 2 und die Heizgriffe auch auf 2. Das heißt, das hier ist die Heizabteilung. Ne? Super übersichtlich gemacht, das finde ich wirklich, wirklich toll. Und ja, ich glaube, das soll mal reichen. Es gibt natürlich noch hier diesen adaptiven Tempomaten, den man einstellen kann. Es gibt auch noch natürlich das semi-aktive Fahrwerk, was man hier aktivieren kann. Aber das wollen wir jetzt mal nicht zu übertrieben machen. Das haben wir euch ja schon beim Test gezeigt. Das war's zu den Einstellungen. Achso, Moment. Das, was man noch zeigen kann, ist, warte mal, wenn ich jetzt hier den Lenker nach links drehe und hier länger drauf drücke, ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet, aber dann, das war jetzt die Lenkerverstellung. Das heißt, jetzt habe ich hier auch zack, zack, zack die Wegfahrsperre und das Lenkschloss aktiviert. So, das war's mit dem Thema Bedienung. So, Leute, da steht sie. Ducati V4S Travel und Radar. Dietmar darf dann mit nach Norwegen. Ich bin ein bisschen neidisch, aber ich darf sie jetzt fahren. Das ist auch schön. Travel und Radar, was sagt uns das? Radar. Wir haben hier so ein Pinünkel. Das ist so eine Art Totwinkelassistent. Da leuchtet dann hier am Spiegelende das auf, wenn da was im Anmarsch ist. Und wir haben hier vorne auch so ein Pinünkel, Radarabstandsassistent. Das heißt, die Maschine geht auch tatsächlich in die Eisen, wenn du zu dicht auffährst. Also, Safety first. Soll uns jetzt aber nicht weiter interessieren. Die ganzen technischen Schnickschnackereien haben wir ja schon erzählt. Mir soll es jetzt mal darum gehen, wie fühlt sich's an auf diesem Motorrad? Und dazu steigen wir auf. So. Maschine ist relativ hoch für mich, aber gut. Ich glaube, die Sitzhöhe ist ganz oben eingestellt. Ansonsten sehr bequem. Aufgeräumt, übersichtlich. Blick nach hinten ist super. Ich sitze ausgezeichnet.
Ich sag gleich dazu, die ganzen technischen Spielereien haben wir ja vorab schon euch erklärt und ich bin heilfroh, dass wir das haben, denn es sind, wie ihr seht, schon jede Menge Schaltereien, die jetzt so, ohne sich damit näher zu befassen, den Markus ein wenig überfordern. Deswegen hält er dazu einfach die Klappe und spricht darüber, wie sich die Fahrerei anfühlt. Und aus diesem Grunde starten wir jetzt. So. Ah. Sound ist auch herrlich, klingt nach Ducati. Und wir fahren mal los. So, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, auch wenn wir erst 50 km/h drauf haben, man merkt schon, die Maschine hat Kraft, sie will vom Fleck kommen. Und das tut sie! Ja, das tut sie wirklich. Also es ist ein ausgewachsenes Motorrad. Ich glaube, wir haben 170 PS. Kann man jetzt lange drüber philosophieren, wie viel PS braucht der Mensch zum Glücklichsein. 170 sind meiner Meinung nach auf jeden Fall genug. Also die Maschine lädt ein wenig sportlich zu reisen, möchte ich mal sagen. Aber ansonsten finde ich sie insgesamt sehr bequem, sehr vertrauenserweckend, nicht gut auf der Straße, fühlt sich alles super an. Also schöne Reisemaschine, glaube ich, mit der man zügig vorankommen wird und trotzdem ausgesprochen komfortabel unterwegs ist. Also, schon nach den ersten Metern, ihr merkt es, kommt der Markus aus dem Schwärmen nicht raus. Es ist tatsächlich so. Also, die V4S ist ein Motorrad, was mir sehr gut gefällt und was Spaß macht, es zu fahren. Es ist tatsächlich meine erste Fahrt auf der V4S. Ich habe damals, glaube ich, mit dem Stefan, meine ich, zusammen die 1260S getestet. Nicht ganz unähnlich. Auch da hatte ich schon meinen Spaß. Also, das ist ein geiles Ding, keine Frage. Geht ab und man muss, guckt euch das an. Wir sind viel zu schnell und das will ich vielleicht auch gerade nochmal sagen, das geht mir gerne so. Also es ist für mich persönlich fast schon zu viel Leistung, weil du drehst ein bisschen am Hahn und zack bist du schon jenseits dessen, was Vaterstaat zulässt an dieser Stelle. Da muss man echt aufpassen, weil man merkt das gar nicht so. Das ist ein bisschen so, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das vielleicht vom Auto. Ich bin ja jemand, der überwiegend alte Autos fährt und sobald ich mich in so ein neues Auto reinsetze und mal auf der Autobahn bin, da bist du rucki zucki, fährst du da 200 und es fühlt sich an wie 110. Und das geht mir hier so ein bisschen ähnlich. Dadurch, dass die Maschine so ruhig, komfortabel, groß, schwer, gelassen auf der Straße ist, fühlt sich das nicht so an. Also man dreht da ein bisschen am Hahn. Ich meine, klar, was man merkt, und das ist auch wirklich Grund zur Freude, man merkt natürlich die Beschleunigung, man merkt natürlich, wie es einen nach hinten zieht. Ja? Also wenn ich jetzt Gas gebe, da passiert richtig was. Aber wenn man mal eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, ja, so, jetzt gebe ich mal Gas und guck mal nicht auf den Tacho, fühlt sich nicht zu schnell an. Wir fahren 140. Leute, das ist wirklich der Knaller. Also man muss da wirklich drauf achten, oder ich. Ja? Also das ist was, das merke ich immer wieder. 170 PS fordern eine gewisse, ja, eine gewisse Aufmerksamkeit meinerseits. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, es ist heute ziemlich windig und deswegen will ich eins noch mal erwähnen. Es ist eine Kleinigkeit, aber das finde ich auch gerade auf Reisen gar nicht so unwichtig. Wir haben hier dieses Windschild. Ich habe es jetzt ganz oben und bin relativ gut aus dem Wind raus. Und das finde ich ist wirklich toll gelöst hier. Du kannst es ganz einfach mit einer Hand, mit einem Finger in der Höhe verstellen. Das habt ihr wirklich super hingekriegt, Ducati. So wünscht man sich das. Auf Reisen wirklich was wert. Kann man einfach so bedienen. Nutzerfreundlich, praktisch, quadratisch, gut. So, ich will noch mal eben in die Eisen gehen. Hinten kommt nichts. Ich lasse die noch mal vorbei, wer weiß. Wir haben ja eben schon gesagt, beschleunigen tut sie gut. Hier müssen wir sowieso runter, also ab in die Eisen. Ja, bremsen tut sie auch hervorragend. Also, super Kombi. Sie bremst gut, sie beschleunigt gut. Was will man mehr? Da gibt es absolut nichts zu meckern von meiner Seite. Das fühlt sich alles super an. Damit komme ich auch zum Fazit. Lieber Dietmar, ich bin mir sicher, du wirst einen Heidenspaß auf diesem Gerät haben in den nächsten 10 Tagen in Norwegen.
Die Maschine fährt sich super, die Maschine hat mehr als genug Kraft, die Maschine gibt einem ein sicheres Gefühl und ist ausgesprochen komfortabel. Also ich glaube, das ist eine gute Wahl, auch wenn ich weiß, dass du gerne auch mit deiner Triumph auf Reisen bist. Ich bin gespannt, wie es dir ergehen wird mit der Duck, aber ich bin mir relativ sicher, das wird Spaß machen. In diesem Sinne, liebe Leute, bin ich am Ende meiner kleinen kurzen Probefahrt. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich einladen. Guckt die nächsten Tage, die nächsten Wochen die Videos der Kollegen in Norwegen. Sie werden 10 Tage dort unterwegs sein. Die werden mit Sicherheit viel erleben. Es wird mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle wieder lustig sein, die Videos anzugucken. Ich kann leider nicht dabei sein. Ist sehr schade. Ich wäre sehr gern dabei. Aber ich werde mir natürlich auch die Reise auf dem Bildschirm angucken. In diesem Sinne, Jungs, euch viel Spaß in Norwegen. Liebe Leute zu Hause, euch viel Spaß beim Zugucken. Und ich hoffe, es war ein bisschen interessant, auch wenn das hier heute nur ein ganz kurzer Eindruck dieses Reisegefährten von Dietmar für die nächsten Tage war. Mir hat es Spaß gemacht, tolles Motorrad. Gerne wäre ich damit auch in Norwegen unterwegs. Aber naja, was soll ich sagen? Jeder, wie er es verdient. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, kleine Modellkunde zur Ducati Multistrada V4 Familie. Ducati hat da, finde ich, ganz schön Gas gegeben. Man könnte auch sagen, fast ein bisschen übertrieben. Es gibt unheimlich viele Modelle von der Ducati Multistrada V4. Und ja, die will ich jetzt mal vorstellen. Wir fangen mal mit der Standard V4 an. Die heißt tatsächlich nur Ducati Multistrada V4, kostet knapp 20.000 Euro und die ist auch schon ziemlich gut ausgestattet, muss man sagen. Kurven-ABS ist dabei, eine dynamische Traktionskontrolle, also Schräglagensensorik hat auch schon die V4. Es gibt dort auch ein 5 Zoll TFT-Farbdisplay, also ein bisschen kleineres als hier bei der Travel on Radar. Dann gibt es Tagverlicht, Fahrmodi natürlich, Wheelie Control, beleuchtete Schalter. Es gibt die Standard V4 aber nur in Ducati Rot, in einer Farbe. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ich schätze mal, dass sowieso die meisten Leute dann zu einem der anderen Modelle greifen. Die nächste ist dann die V4S, diese hier. Und von der V4S gibt es auch drei, ich nenne das mal Ausprägungen. Also ihr könnt eine V4S nackt kaufen, wobei nackt heißt natürlich, sämtliche Dinge, die ich eben bei der V4 genannt habe, sind schon an Bord. Zusätzlich hat sie dann halt hier dieses elektronische Skyhook-Fahrwerk mit Komponenten von Mazzocchi. Das wird gleich noch wichtig, warum ich das so betone, werdet ihr gleich merken. Dann hat die V4S auch das 6,5 Zoll große TFT-Farbdisplay, ein bisschen größer. Es gibt dann auch schon in Serie Handy-Connection mit Navigationssystem. Man kann also Navi dann hier auf das Display legen. Quickshifter ist dann schon dabei. Und ein Tempomat, Voll-LED, Keyless Ride. Und auch der Radar- und Totwinkelwarner. Und da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Ich meine, früher war das eine Zusatzoption bei der V4S, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, jetzt scheint es so zu sein, dass jede V4S dieses Radarsystem an Bord hat. Auf der Webseite steht irgendwie plus 1000 Euro. Aber ich glaube, man kriegt sie gar nicht ohne. Und die V4S kostet dann jetzt 24.290 Euro, also 4.500 Euro mehr. Der Großteil dafür geht sicherlich auf das Konto des elektronischen Fahrwerks. Das ist natürlich nicht ganz billig. Und ja, von der V4S gibt es dann noch zwei weitere Varianten. Ausprägung habe ich eben gesagt. Diese hier ist die eine Ausprägung, die nennt sich halt Travel und Radar. So, die andere heißt einfach nur Radar. Und diese Travel Edition hier, die hat dann schon die Koffer in Serie dabei. Das finde ich doch schon mal sehr cool. Ein Hauptständer ist dann auch in Serie dabei. Heizgriffe sind dabei in Serie bei der Travel und Radar. Eine beheizte Sitzbank. Und was haben wir noch? Ja, das war's. Die Travel und Radar kostet 25.900 Euro. Ihr merkt, es wird immer teurer. Dann gibt es von der V4S auch noch eine sogenannte Full-Variante. Das finde ich ein bisschen albern, um ehrlich zu sein. Aber okay, Full bedeutet in diesem Falle, dass ihr ein Acra dann da noch ranbekommt und so ein paar Kohlefaserteile
coole Faserteile und so ein paar schwarze Teile. Also sie ist dann halt, jetzt mal vom Acra abgesehen, ein klein bisschen schicker. Aber das finde ich irgendwie, also diese Variante, finde ich, hätte man sich eigentlich schenken können. Die Full kostet 27.600 Euro. Und dann kommen wir zur V4S Grand Tour. Das ist die letzte, die Ducati auf den Markt geschmissen hat. Ich glaube, dieses Jahr sogar erst, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es die neueste. Die kostet 26.700 Euro. Die hat eine andere Lackierung und die hat Ducati zum 20-jährigen Jubiläum der Multistrada auf den Markt geschmissen. Multistrada, das gibt es ja jetzt seit über 20 Jahren. Und da hat sich Ducati gesagt, komm, machen wir mal ein Sondermodell, wo wir alles randengeln. Die gibt es nur in diesem schönen Grau-Rot hier zu sehen. Wunderschön finde ich die. Und die hat dann im Gegensatz zu den eben genannten noch zusätzlich die Reifendruckkontrolle an Bord. Die hat dann auch einen Hands-Free-Tankdeckel, also das Keyless Ride. Für die Zündung haben ja alle V4s, aber die hat dann noch zusätzlich für den Tankverschluss ein Hands-Free-System. Also Keyless-System. Und das finde ich gar nicht so dumm, ehrlich gesagt, weil bei den anderen Modellen muss man halt zum Tanken hier immer noch den Schlüssel rausholen. Und das entfällt halt bei der Grand Tour. Dann gibt es bei der Grand Tour auch die beheizte Sitzbank für den Beifahrer, eine Easy-Lift-Funktion, die ist auch neu, das ist dieses Absenken, ne? Das kennt ihr mittlerweile von anderen Modellen auch, also die Vorspannung wird dann automatisch runtergedröhnt, sodass die Maschine einfach, einfacher zu besteigen ist. Mir fällt gerade nicht das andere Wort ein. Egal, viele schwarze Teile bei der Grand Tour, da wird also auch auf die Optik noch ordentlich Wert gelegt. Und dann hat sie auch verschließbare Winglets. Die Winglets haben wir hier ja auch, aber die sind halt so, wie sie sind. Da kommt die Luft halt durch. Und bei der Grand Tour könnt ihr halt die abschließen, wenn ihr nicht so warme Knie bekommen wollt. Zusätzliche LED-Nebelscheinwerfer sind bei der Grand Tour mit dabei. Und und eben diese Minimum-Preload-Funktion, habe ich schon gesagt. Wie gesagt, 26.700 Euro kostet dann die Grand Tour. Und ja, das waren so die, ich nenne das jetzt mal Standard V4S-Modelle. Es gibt dann noch eine V4 Rally. Die bin ich auch gefahren auf Sardinien. Und das ist im Grunde genommen eine V4, die heißt auch tatsächlich nicht V4S, sondern die heißt V4 Rally, merkwürdigerweise, obwohl sie ausstattungsmäßig einer V4S ebenbürtig ist. Die hat aber vor allem, ich nenne jetzt nicht alle Details, aber die hat vor allem ein höheres Fahrwerk. Also längere Federwege, 200 mm vorne und hinten, die hier haben ja 170, 180 und diese 2-3 cm, die merkt man. Also die V4 Rally ist noch höher quasi und die fährt sich super smooth. Also ich weiß noch, wir sind da wirklich auf Sardinien um die Ecken geknallt, wie die Geistesgestörten. Und das war eine Wohltat. Das hat so einen Spaß gemacht. Also das solltet ihr euch wirklich überlegen. Die Rallye kostet dann allerdings auch 26.500 Euro. Also billig wird es jetzt hier gar nicht bei der Multistrada. Dann gibt es noch die V4 Pikes Peak. Die gibt es schon ein bisschen länger. Die kostet 30.300 Euro. Und was ist an der Pikes Peak nun so besonders? A, sieht die völlig scharf aus. Könnt ihr hier sehen. Und B, hat die halt ein Öhlins-Fahrwerk. Nicht das Mazzocchi-Fahrwerk oder das Schauer-Fahrwerk, sondern das Öhlins-Fahrwerk. Und ist natürlich auch elektronisch regelbar, die Pikes Peak. Und das ist so die, ja, wie der Name schon sagt, ne? Also wer ganz schnell auf den Berg will, der schnappt sich die. Und jetzt seid ihr gleich fertig. Es gibt noch eine V4. Das ist allerdings wirklich ein ganz, ja, wie soll ich sagen, ein ganz außer der Reihe Modell, würde ich mal sagen. Die heißt V4 RS. Und die kostet 36.500 Euro. Ist das nicht ein Schnapper? Und ja, das ist halt der Renner eigentlich schlechthin. Die hat auch einen anderen Motor. Das ist hier ja standardmäßig der V4 mit den 1160 Kubik. Und die RS hat den desmodromisch gesteuerten V4 aus der Panigale mit 1100 Kubik und 180 PS. Also nochmal 10 PS mehr. Und hat auch eine Trockenkupplung und das ist noch so eine, ja, die hat auch das Öhlins-Fahrwerk übrigens, auch das elektronisch verstellbare Fahrwerk von Öhlins. Viele Carbon-Teile und das ist dann echt, ja, also wer quasi auf dieses alte Motor-Feeling, auf dieses Desmo-Ducati-Gefühl Wert legt, der ist dann da gut bedient. Aber gut, da ist natürlich dann auch langsam mal, was den Preis angeht, also 36.500 Euro, boah, ganz schön viel. Naja, also insgesamt, ihr merkt schon, das wird gar nicht so einfach, wenn ihr euch für eine Multistrada entscheiden wollt.
welche V4 ihr nehmt. Es gibt ja auch noch Multistrada V2 Modelle, so ist es ja nicht. Also guckt mal auf der Webseite, 85 Milliarden Modelle. Ich finde es ein bisschen zu viel. Also ich finde, da würden eigentlich auch 3 Modelle, vielleicht maximal 4 reichen. Aber gut, sie verkauft sich halt gut und das will natürlich Ducati mitnehmen, diesen Effekt. Insofern immer mal wieder ein kleines Sondermodell, damit vielleicht einer, der eine 2 Jahre alte Multistrada hat, denkt, er bräuchte mal wieder eine neue. So, obwohl das ja kein normaler Test ist, wie gesagt, einen normalen Test findet ihr in der Videobeschreibung, wollen wir uns das Kollegengespräch mal nicht nehmen? Nein. Wir haben uns jetzt mal so hingestellt, damit dass wir möglichst viel Wind einfangen. Dass der Wind nicht so in die Mikros reinballert. Ich hoffe, man kann uns gut verstehen. Du bist ja gerade gefahren, Markus. Ja. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie das so für dich war. Es war für mich enttäuschend und zwar deshalb, weil ich gerade gedacht habe, Scheiße, was ist hier schiefgelaufen? Wieso fahre ich nicht auf diesem Ding durch Norwegen? Ja, genau. Nein, das ist ein tolles Bike. Du wirst da wahnsinnig viel Spaß haben. Glaube ich, ganz toller Reisedampfer, der ordentlich Dampf hat, trotzdem super komfortabel ist, so wie wir alten Herrschaften das gerne haben. Mhm. Popo ist warm, Hände sind warm, es ist sehr bequem, man sitzt da super drauf, gibt einem super Gefühl. Also tolles Motorrad, ja. Um es kurz zu machen. Ich habe auch tatsächlich die Dämpfung, die kann man ja hier elektronisch einstellen, das habt ihr ja schon gesehen. Oder schön weich gemacht für mich. Ich habe sie wirklich weich gemacht, ja, tatsächlich. Ja. Mag ich auch. Weil du kannst über wildeste Sachen fahren, merkst du nicht. Ne? Du schwebst da so rüber. Ja. Total geil. Irgendwie. Ja, du musst ein bisschen aufpassen, dass du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hältst, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Merkt man nämlich nicht. Nee. Rucki-zucki fährst du da 150 und es fühlt sich an wie 70. Ja. Stimmt, das ist wie so ein 7er BMW. Ja, 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 ja. Du merkst irgendwie gar nichts. Ja. Irgendwie. Es ist einfach, ja, wie du schon sagst, ein Luxusdampfer. Ja. Also was ich finde, und das habe ich, weiß nicht, damals beim Test kam mir das gar nicht so vor, ich habe mir den Test nochmal angeguckt, ja. Da habe ich irgendwie gesagt, die wiegt zwar 250, fühlt sich aber gar nicht so an, das fühlt sich aber doch so an. Ja, beim Fahren natürlich nicht, ne? Aber nee. Wenn du irgendwo mal leicht abschüssig da und du willst dann mal rückwärts nochmal eben schieben, da wirst du das dann schon merken. Also ich muss mich daran erinnern, während der Tour, das Ding immer so abzustellen, dass ich gut wieder wegkomme. Genau, ganz genau. Weil da darf man sich nichts vormachen. Also natürlich jetzt mit Koffern und dem Gepäck habe ich dann ja auch noch dabei. Alter Schwede, dann ist das schon... Das ist klar, ne? Ist kein Mofa. Das ist kein Mofa, nee. Aber insgesamt wirklich eine tolle Maschine. Ja. Also, weiß nicht, hast du den Windschutz auch mal ausprobiert? Ja, super gelöst, finde ich. Ja. Das ist wirklich total gut gemacht. Super einfach, super leichtgängig. Kannst du mit einem Finger während der Fahrt mal eben... Und vor allem auch mega effektiv. Ja. Ne? Ich finde, die Scheibe, das ist so ein bisschen wie bei der Adventure. Die hat hier so einen kleinen Kamin. Die ist auch genau richtig. Ja. Die hat richtig, also du hast ja auch diese Flaps hier noch an der Seite. Ja. Die bietet einen richtig geilen Windschutz, ohne dass du großartige Verwirbelung hast im Helm. Das ist echt perfekt gelöst. Also von daher, Norwegen kann kommen. Ja, ich habe lange gesucht, um das jetzt an der Stelle nochmal zu sagen. Ich habe jetzt lange gesucht, ob ich nicht noch irgendeinen Nachteil finde, um meinem Ärger darüber Ausdruck zu geben, dass ich nicht mit darf. Und ich habe ihn gefunden. Nee, nee. Pass auf, ich gehe mal rum, ich zeige das mal. Also ihr wisst ja, in Norwegen regnet es ja recht viel. Ne? Ja. Und jetzt man stelle sich vor, Dietmar sitzt hier, hat hier sein Knie. Und dann habe ich gesehen, haben die hier extra so einen Wasserkanal eingebaut, dass es genau auf der Kniescheibe landet. Viel Spaß. Ja, das ist lustigerweise bei der Grand Tour. Kann man den ja abschließen, ne? Das kann man bei der hier nicht. Nein, das war eigentlich ein kleiner Jux am Rande. Also, nee, du wirst leider Spaß haben. Hey, ja, genau. Hilft nicht. Genau. Und du kannst ja reingucken, ne? Ich gucke mir das alles schön an und sitze weinend zu Hause bei Kaffee und Gebäck. Alles klar. Wunderbar. So, das war unsere Vorstellung, nicht Test, Vorstellung von der Ducati Multistrada V4S Travel und Radar. Ich weise noch mal darauf hin, Test, wie gesagt, in diesem Video habe einiges gefehlt, Technik hat gefehlt, Beschleunigung, Soundcheck und so weiter. Aber das haben wir alles schon gemacht. Also schaut noch mal in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu unserem Standardtest. Diese Maschine hier hat 4 Jahre Garantie, Service alle 15.000 Kilometer oder alle 2 Jahre. Das ist wesentlich seltener und besser als viele andere Modelle. Allerdings muss die Ventilspielkontrolle hier alle 60.000 geprüft werden. Das ist ja keine Desmo-Ventiltrieb, sondern ein klassischer. Insofern geht das in Ordnung. So, jetzt kommen wir zu den Wettbewerbern. Jetzt darfst du mal. Ja, guck mal. Ja, also mein Wettbewerber ist die GS. Ach was? Ja? Genau. Ja, also es gibt noch ein paar andere. Ne? Es gibt noch die Triumph Tiger 1200, Harley Davidson Pan America, KTM 1290 SAS
Und interessanterweise, ich habe nochmal auf unserer Webseite den Konfigurator, die Motorradsuche angeschmissen, was ganz interessant ist. Adventure Bikes über 120 PS, da gibt es nicht eine einzige Japanerin. Mhm. Komisch irgendwie, ne? Also die ich eben genannt habe, sind alles Europäer oder halt USA. Die Japaner machen irgendwie nur obere Mittelklasse, ne? Interessant, ja, ne? Interessant, Interessant, ja. Markus guckt auch sehr interessiert. Ja, wobei ich PS ist immer so eine Sache, da wo ich denke, ja. Also okay, muss auch nicht sein, aber es ist trotzdem interessant, finde ich, dass die Japaner sich da eher auf die etwas nicht ganz so leistungsstarken Maschinen konzentriert haben. Ja, Leute, das war's aus Glückscheid. Es wird immer windiger hier, ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber wir sind ohne Regen durchgekommen, zum Glück. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Und dann guckt bitte mal ab Mittwoch auf dem Kanal. Da findet ihr dann die Norwegen-Reisevideos. Leider ohne Markus, aber Markus guckt die bestimmt auch. Ich gucke die auch, na klar. Alles klar. Also bis dann. Tschüss. Ciao.